Hallo zurück zu Robin Hood, Prince of Thieves. Oder König der Diebe auf Deutsch. Genau. Und oh mein Gott, ich habe einen Plan dabei. Ja, der komischerweise denke ich da die ganze Zeit an ein Hakenkreuz. Nee, aber guck mal, da habe ich auch gerade gedacht, aber da sieht man, wo man lang gehen muss. Was für ein Plot-Twist an dieser Stelle. Ja, aber vielleicht zeigt er direkt den ganzen Plan? Ja, oder? Das ist doch ja, alles, was stimmt. Es gibt. Ja. Ja. Meine Güte, hätte ich das damals als Kind gewusst, wäre ich wahrscheinlich... Aber auf dem Gameboy-Bildschirm ist das auch schwer zu erkennen. Ja, ja. Wie dem auch sei... und, und das Wort Plan lesen ist ja auch sehr schwierig. Ja. Wir wissen, dass wir jetzt kurz vor der Plan... es ist ja auf Deutsch. Das ist das auf Deutsch, ja. Also wir wissen, dass wir uns jetzt in diese Schlacht begeben und ich wollte mich eigentlich mit dem Heiltrank vollstopfen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ganz im Ernst, ich glaube, in der Schlacht wird meine HP-Anzeige eh wieder hochgesetzt. Es kann aber auch dumm laufen, dass es nicht so ist, und es kann noch dümmer laufen, dass es doch so ist, der Kampf vorbei ist und ich dann sofort mit einem Schlag getötet werde. Aber dieses Risiko gehen wir doch gemeinsam ein, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Jetzt, Weißt du bloß nicht, wie es weitergeht? Achso, ich komm... Ach, ich auf Exit musst du, glaube ich, gehen. Ja, ich war im Plan, hing ich fest. Also. Wieso kann ich denn hier nach links und rechts gehen? Das, oh, der Inventar noch. Ah. Wow, was kriegt man da wohl noch an Items? Das Spiel nimmt ja kein Ende. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. Oh nein, wir sind umzingelt. Nee, ich nee, bin... Ja, bist tot. Obwohl, nee, das war Peter, glaube ich. Ja, eben immer verreckt, ja. Aber das läuft gerade nicht ganz so geil. Oh, Clusterfuck. Ich glaube, ich... Oh. Das ist eine Spannung. Auf dem Gameboy war das halt echt nochmal was anderes, ne? Aber, aber man muss ja auch sagen, nur weil es Gameboy ist, also Gameboy hatte ja eigentlich genau die gleiche Hardware wie der NES, bloß halt nicht in Farbe. Ja, aber kleiner Bildschirm und so, ne? Das war eine andere Atmosphäre. Ja, das war's wohl. Wie habe ich das denn gerade geschafft, verdammte Kacke? Vielleicht hattest du mehr HP. Ach, jawohl! So, jetzt wissen wir, was passiert. Peter stirbt, ne? Weil für all die erste Folge nicht gesehen haben, shame on you. Peter ist dabei zu sterben, opfert sich für uns. Jetzt müssen wir entkommen. So, ja, jetzt würde ich einen Trank auf jeden Fall. Wie viel HP habe ich denn noch? Eins. Ganz in Ruhe. Oh nein, ich habe den Ring ergriffen. Ja, du musst aufs Spiel gehen. Aber es war gut. Ich habe jetzt sofort den Ring ergriffen. Werde mir nun den Ring an die Hand legen. Nein, an den Mund. Achso, den Ring. Ja, ich will den Ring ansetzen. Es geht sogar. Ist das nicht cool? Wow. So, und jetzt? Du bist geheilt. Okay, cool. Von allem. Cool Story, Bro. Mein Krebs! Er ist weg! Oh, Philipp, ich hab das Gefühl. Wenn hier jetzt viele Social Justice Warriors tun, haben wir ein Problem. Ich hab die Befürchtung, es kommen unendlich viele Gegner. Ja, wer weiß, das sieht gerade so aus. Ah, nee, okay, komm noch. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, ich glaube, ich muss nach oben jetzt. Ja, du musst da dein Zeitfenster nutzen, auf jeden Fall. Ja, er darf mich ja nicht berühren. Nein, du läufst gegen den Stein. Oh. Perfekte AI. Oh, komm schon, ich muss ihn wegbringen, bevor der unten kommt. Oh. Nein, stimmt. Es geht das wieder los. Ja, aber ich bin mir... Ja, nach 10 Monaten... Wir kommen knapp in unserem Leben, jetzt sind 10 Monate vergangen. Also Dramaturgie wurde damals schon groß geschrieben. Man weiß halt, wie man mit wenig Worten viel erzählen kann hier. Ja. Wir erreichen also die Küste von England, nachdem wir nach 10 Monaten aus Arabien geflohen sind. Ich bin so stolz auf dich, Jan. Ich glaube, da war ich echt noch nie. Echt nicht? Also... Nee. Oh. Das ist ein Papaschlumpf. Hallo, junger Mann. Die Herrschaft über England ist in schlechte Hände geraten, seit König Richard in den Kreuzzug gezogen ist. Ein böser Tyrann, ja, der Sheriff von Nottingham, den kennen wir ja doch alle, er raubt alles. Okay, also wir müssen... Oh nein, wo ist die Frau? Sie war eine Hexe. Also wir müssen den Sheriff da irgendwie rausholen. Also ich weiß, dass auch später noch so eine Reizszene kommt, kann ich dir jetzt schon sagen. Und was ich dir jetzt auch sagen kann... Für mich ist das alles nur Neuland. Da ist Pfeil und Bogen, genau. Boah. Ich mach mal jetzt Folgendes. Ich gucke mal, ob es einen Plan gibt. Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir müssen also nach links weitergehen. Aber ich gehe doch links unten. Ja, aber ich glaube, Sackgassen sehen alle so offen aus immer. Hm. Ja, wie dem auch sei, ich will auf jeden... Wir haben zwei Heiltränke wieder, gut. Ich will auf jeden Fall oben lang gehen, um mal zu gucken, ob da noch Items liegen. Denn wir wissen ja, die heilen uns komplett. Das ist ja schon mal ein guter Punkt.
So, schauen wir jetzt erstmal hier links unten nochmal nach, ob da noch was an Items. Oh nein. Oh, die brauchen zwei Treffer. Ich hau mal lieber ab, da kommt noch einer. Oh, oh, fuck. Oh, du hast nur noch 20 HP. Das war. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich mir erstmal einen Heiltrank und hoffe, dass die mich nicht sofort wieder die Hälfte abziehen. Also so eine RPG-Steuerung, Point and Click, wie auf dem Computer, hat sich echt gelohnt auf dem Gamer damals. Auf jeden Fall. Ist überhaupt nicht clumsy und so. Ich wurde nicht voll geheilt. Oh, in die Ecke gedrängt. Oh, oh, noch einer. Ey, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Oh. Avoiding the game. Oh, tja. Oh, leck mich am... nicht so... von vorne. Also die Funktion von vorne überhaupt anzubieten, das hätte ich ja schon für einen großen Witz. Natürlich, ich möchte gerne wieder von vorne anfangen. Also was ich jetzt mache, ich hole mir jetzt den Bogen, renne sofort wieder nach rechts. Ja. Also das sind, ist ja kein Bogen, sondern nur Pfeile. Aber weiß ich nicht, kannst du auch mal versuchen, das auszuwählen. Ich hab's gerade im Menü nicht gesehen. Ja, da musst du ja nach rechts einmal gehen. Achso, ja gut, aber egal. Wir schauen es erstmal. Noch mehr Pfeile. Ach, da kommt man nicht hoch. Ah, hier wird jetzt in verschiedenen Ebenen gearbeitet. Naja, das ist halt eine Mauer. Ja, okay. Ich dachte, das wäre so ein Oberweg, weißt du? Ich glaube, das war eine Mauer. Ja, dann gehen wir jetzt einfach nach links und schauen nicht mehr zurück. Aber dein Walkcycle ist ziemlich geil. Oh, leck mich, das gibt's doch nicht. Ja. Leg mal direkt den Bogen gleich mal an. Okay. Also guck mal, ob du das machen kannst. Immerhin gibt es unendlich viel Continues, aber das habe ich damals auch... Ah gut, wahrscheinlich hätte ich keinen Bock, den Game... Also es waren ja Batterien. Mhm. Irgendwann musstest du das Gerät halt ausmachen, ne? Ja, speichern kann man hier nicht. Aber ich... Das wundert mich auch ein bisschen. Ich dachte irgendwie immer noch in meiner Erinnerung, dass man irgendwie gar nicht von einem Kapitel anfangen kann, sondern immer wieder von vorne anfangen müsste. Habe ich auch so im Kopf gehabt, aber na gut. Geh nochmal nach rechts. Ne, man wechselt nur zwischen zwei... Ach, A7! Ach so! Ah, dem kannst du ein Schwert geben. Ja, cool. Wahrscheinlich ist das dann erst relevant, wenn wir im Fight sind. Ja. Aber, nee, mit hier im Bogen ist bei mir nichts, ne? Stimmt, ne. Tja. Aber was ist denn der andere? Geh nochmal auf Spieler. Ach, da war noch so ein Sack, ne? Du hast noch einen anderen Trank oder so. Aber den setze ich jetzt nicht ein. Ich dachte gerade, das Spiel hätte sich aufgehangen. Nee, ich drücke immer irgendwie Pause. Nee, aber du kannst ja gucken, was für ein Trank das ist, was du da hast. Wenn du, du den... auf Spieler? Naja, ich habe mich verdrückt. Und dann auf das Auge mit dem Ding. Aha, ist ja Wahnsinn. Du siehst einen Apfel. Das wiegt eine Einheit. Wie ihr sagt. Ein Apfel. Haben wir also auch maximales Gewicht? Oder warum ist da eine... Ich habe keine Ahnung. Da ist ja keine Anzeige, das ist ja absurd. Ach, du hast es ja auch noch gar nicht eingesammelt. Jetzt guck mal, ob du einen Bogen... Nee, ich habe rechts oben war ja auch ein Bogen. Hast du den eingesammelt? Ja, also es ist, glaube ich, nur Pfeile. Siehst du? Ja. Also ich glaube, wir müssen den Bogen... Also ich meine, es gibt auch später so einen Bogen... Ich weiß es nicht mehr, also... Wie gesagt, ich weiß gar nichts mehr. Es gibt auf jeden Fall noch mal so eine ähnliche Schlacht, das weiß ich. Und es gibt so ein Pferdespiel, wo man reiten muss. Und das habe ich irgendwie zweimal mal geschafft und danach aber immer verkackt und hatte ich keinen Bock mehr. Ich muss die im richtigen Winkel bekommen. Oh ja, sicher, du... Oh, Kacke, nein! Oh, oh. Oh. Ja, ja, Apfel oder Trank? Ich nehme jetzt wieder einen Trank und laufe davon. Ich kann wieder sehen! Habt ihr den Glitch gesehen? Ich hatte noch HP links unten. Ja. Der hat mich trotzdem sterben lassen. Nein. Oh, doch, Game Over! Oh nein. Das war ziemlich gruselig, gerade das Bild eigentlich für so ein Spiel. Ich bin gerade ein bisschen. Musik und Geräusche stand da übrigens. Also es war ein Geräuschgestalter am Werk. Ja, irgendwer muss ja das Ziehen des Bogens da gerade am Anfang designt haben. Jetzt kommt das Geräusch. Oder war es gerade schon? Das war gerade schon. Achso. Ja, ich habe richtig Bock, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Ja, wie? Ist deine Liebe für das Spiel jetzt schon versiegt? Also ganz im Ernst, ich bin mal voll angepisst. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe das doch... Oh mein Güte, ey, wirklich nochmal ganz von vorne. Vor allem, ich will mal so storytechnisch sagen, was macht das für einen Sinn? Ich bin der Engländer, der Araber quält meinen Kumpel und ich gehe jetzt einfach mal hier frei rum, nehme das Schwert und ramme ihm im Rücken. Also der kann ja nicht ganz so intelligent sein.
Ja, vielleicht ist das ja auch ein sozialkritisches Statement gegenüber den Osten. Kann auch sein. Was man natürlich mal gucken kann, ich gehe jetzt mal rüber zu dem Peter und kann ich vielleicht sein Schwert droppen? Ja. So, und jetzt ist es weg wahrscheinlich. Oh, warte. Oh nein, es ist wirklich weg. Naja. Er stirbt ja so oder so. Ja, was soll's, brauche ich nicht. Ich dachte eigentlich, ich kann den jetzt nämlich Robin geben. Nein, du kannst das nehmen, glaube ich, und dann direkt einfach auf den Pfeil gehen und dann rübergehen, nehmen. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ja. Das ist vielleicht auch zu einfach. So, jetzt nimmt man Sima aber direkt mit. Ja, siehst du, er hat sich nur die Entscheidung gemerkt. So ein perverses Spiel ist das. Was macht er da eigentlich? Hackt er auf die Tür ein? Segnet er die Tür mit Weihwasser? Er hat eine helle Bade, führt er mit sich. Du kannst auch auf den Tisch drauf springen. Ja, aber ich mache jetzt gerade wie eben. Nehme ihn doch quasi gefangen. Sieg! Und nehme wieder die Fackel an mich. So, jetzt haben wir schon von Azim erfahren. Hier befindet sich ein Geheimgang. Da gehen wir jetzt mal eben rein. Du bist schon ein richtiger Pro geworden. Ja, jetzt schlage ich mich hier wieder durch die Massen an Gegnern. So, bin ich jetzt... Oh, ich habe die Hitbox erwischt. Oh nein, habe ich zu weit gelaufen. Krieg direkt mal 9 HP Abzug. Aber anscheinend habe ich ja 3 oder 4 Continues pro Area, würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, insgesamt würde ich jetzt sagen... Weil ich habe ja schon 1 Grad vorhin verloren, ne? Ja, und dann nochmal 2 da. Und 3 da. Ich meine 2. Heiltrank ist geholt, der erste. Also vielleicht gibt es ja noch einen weiteren, aber ist jetzt nicht so relevant. Wir gehen jetzt erstmal nur den Weg ab. Das sind immer die geilsten, die einfach in der Wand drin sind. Nein! Oh ja, sicher. Nein! Sicher hat er mich da erwischt. Das ist doch zum Kotzen. Und da schätzt du niemals den Wand genommen. Oh, war das wieder knapp. Ja, egal. Werd mich jetzt so durchschlagen. Ja. Bist ja gleich wieder bei dem Ambush. Pass auf, gleich sind wir umzingelt. Ich hab's so im Gefühl. So. Oh nein, kommt noch einer. Oh, Glück gehabt. Den hätte ich vergessen. Oh nein. David Hasselhoff. Ich frag mich echt, warum die da... Das ist garantiert ein Bild von David Hasselhoff. Wahrscheinlich war das... Wussten sie, der klagt doch eh nicht. Der fühlt sich noch geehrt. Ja, aber warum nehmen die denn keins von Kevin Costner? Ja, was weißt du, was das kostet? Kevin Costner, den kriegst du nicht einfach mal so, ne? Ja, aber das ist doch schon ein lizenziertes Spiel. Dann werden die doch die Lizenz auch zu seinem Gesicht haben, oder nicht? Ja, ist das sicher ein Spiel zum Film? Also, ja, das ist auch... Ja, klar. Also vielleicht ist es ja so ein... Weiß ich nicht. Nee, der Film hieß ja auch vielleicht so. Sind das ja nochmal andere, wie soll man sagen, eine andere Form von Urheber, also Nutzungsrecht steckt dahinter. Also ich glaube... Oder Kevin Costner hat das Spiel einmal gezockt und dachte sich gesagt, ganz im Ernst, ne. Ja, ganz im Ernst, ne, ich gehe Waterworld machen. Ja. Ich mag Waterworld so von der Atmosphäre. Ja. Also die, ja... Also meine die Frage Welt... ist übrigens, schafft man es wohl Peter zu retten? Nee, auf gar keinen Fall. Weil ich, wenn ich ihn halten würde? Ich glaube nicht. Weil im Film stirbt er ja auch. Ah ja, okay. Man muss ja den Ring sein. Das ist doch der, ich glaube, das ist doch der Bruder von Marion. Das weiß ich nicht mehr. Ich meine schon, und das ist halt der, den Ring bringt man an Marion, glaube ich. Ich will nichts sagen. Wo sind meine Heiltränke? Vielleicht gibt's dann Auto-Use und deine Party-Members haben deine Heiltränke aufgebraucht. Hä? Ich habe doch 2 Heiltränke gesammelt. Oder hab ich die irgendwie nicht gesammelt? Du hast die auf... Ich bin mir sehr sicher, dass du die eingesammelt hast. Ich habe 1 HP. Ja, Leute. Geil. Das war's mit dieser Folge. Das schaffst du, Jan. Ich glaube an dich. So, jetzt passiert nämlich was Magisches. Ich werde mich jetzt hier mit 1 HP durch dieses Level schlagen. Du musst ja nur noch weiter nach oben kommen. Ja, ich weiß, aber... Gott, oh Gott. Naja, sagen wir es mal so, du hast es auf jeden Fall perfekt getimed, um die Folge zu beenden. Ja, wir machen da weiter, wo ich diese Folge auch begonnen habe, in dem Untergrund. Toll, oder? Jan, du weißt einfach, wie man Continuity bewahrt. Das ist Klammern, das ist eine Klammer. Ja. Tschüss.